Stimmt so. Dankeschön. Helft ihr mir in der Küche? Vorläufig festgenommen. Tietjen, trilaterale Kommission, Latifundienwirtschaft in Brasilien, neue Polizeigesetze in Bayern. Was wollen sich denn die Langhaarigen noch alles einfallen lassen? Sie sollen sich erst mal ihren real existierenden Sozialismus anschauen. Das ist keine Uni, das ist Anarchie. Papa, du musst jetzt zurückfahren. Das hat nichts mit einem Studium zu tun. Dir zuliebe, gut. Ich hab dir noch was auf den Tisch gelegt. Für alle Fälle. Danke, Papa. Danke für alles. Danke, dass ich studieren darf. Danke, dass du meine Wohnung von einem deiner Parteifreunde gemietet hast und bezahlst. Danke, dass du mich hierher gebracht hast. Und danke für die guten Gene. Du bist meine Große. Vergiss das nicht. Du bist was ganz Besonderes. Bin ich nicht. Entschuldigung, hast du vielleicht eine Zigarette? Nein, aber ich weiß, wo es welche gibt. Was studierst du? VWL. Bourgeoise Zeitverschwendung. Nee, ich plane effizientere Handfelder für unsere Genossen. Und was ist mit den vergewaltigten Frauen? Den Hunden in Portugal und den südbadischen Weinbauern? Habe ich alles auf dem Zettel. Zweites Semester. Jura, hab gewechselt. Wenn du willst, sage ich dir, worauf du verzichten kannst. Eigentlich auf das ganze bescheuerte Studium. Wer macht schon Volkswirtschaft? Die direkte Aktion ist die kürzeste Verbindung zur individuellen Authentizität. Darf ich sie dir abschneiden? Ja, ist lustig, aber bringt das was?
Das ist eine Erfahrung, verstehst du? Du manipulierst Männer durch deine Haare. Hast du das nötig? Und das ist jetzt keine Manipulation. Mensch, ich würde gerne die Haare schneiden. Nee. Du willst also, dass so ein Männerarsch seine Verkümmernis in deine Möse spritzt, nur weil ihn dein Haar aufbellt. Verkümmernis? Die erste Kolonialisierung war die der Frauen durch die Männer. Klingelt da was bei dir? Nee, ich bin noch Jungfrau, tut mir leid. Sucht ihr in der Feines? Manni, mein Mitbewohner. Das ist Bea, Bea steht auf Schwänze. Hey. Manni lebt lieber mit Frauen als mit Männern. Verstehst du, auch so ein linker Fuzzi, der nur seine Triebbefriedigung im Kopf hat, aber über die repressive Einstellung aller zwischenmenschlichen Beziehungen diskutiert. Das stimmt. Du gefällst ihm? Lange Haare machen mich sexuell an, aber das heißt noch lange nicht, dass ich gleich zum Vergewaltiger werde. Nur weil eine Frau Nein sagt. Mutig oder feige? Mutig. Willst du wirklich bei denen im SHB mitarbeiten? Der Schmuseverein ist doch die reine Zeitverschwendung. Findest du es nicht wichtig? Jetzt, wo sie sich nicht mal mehr sozialdemokratisch nennen dürfen? Hast du dir mal das Grundsatzprogramm von denen durchgelesen? Es geht um eine antimonopolistische Demokratie als Öffnung zum Sozialismus. Und das haut dich vom Hocker, ja? Ein sozialistischer Hochschulbund ohne kommunistische Einbindung ist doch eh nicht machbar. Die Nähe zum MS Spartakus ist doch nur logisch. Also wenn schon, dann doch gleich richtig, oder? Und was willst du mir damit sagen? Reine Zeitverschwendung. Schlafen wir jetzt miteinander? Ich muss morgen früh raus. Na dann schlaf gut. Du auch. Wer glaubt, dass dieses System der Hierarchie und der Ungleichheit aufrechterhalten werden kann, der ist ein Träumer. Ein Wirtschaftssystem, das so viel Wohlstand produziert, der aber nur so wenigen zugutekommt, ist dem Untergang geweiht. Und dieser Prozess ist historisch belegbar. Haut sie auf die Schnauze! Unsere Antwort auf den historischen Prozess! Ziviler Ungehorsam ist eine Möglichkeit, aber sollte er tatsächlich unser Handeln bestimmen? Wir brauchen eine neue Aktualisierung des Kampfes. No. Lass sie doch mal ausreden. Das klingt doch ganz gut, was sie sagt. Natürlich unterstützen wir die Weinbauern gegen die Atomlobby, weil es um unser Bewusstsein geht und unsere Zukunft. Wir unterstützen. Weiß doch von den bürgerlichen Selbst. Wir brauchen eine andere Lösung. Die ja. Nacht habe ich an dieser bescheuerten Rede herumgeschwiegen. Sogar Manni hat gepfiffen. Sag ich doch. Wir sind lieb, wir sind wütend, wir sind nicht süß, wir sind sauer. Wir brauchen keine Fleischbeschauer. Das ist von dir. Nein. Alles Unterdrücker und Sex mit ihm. Nicht mehr als ein ärmliches Unterfangen. Gelernte und praktizierte Körperübung, bei der man nichts über sich und den anderen erfährt. Das ist ein Koitus. Oder hast du mal was anderes dabei erlebt? Nein, kannst du ja nicht. Nein, genau, weil ich noch Jungfrau bin. Bist du das eigentlich aus Überzeugung? Nein. Und Frauen? Denkst du an Frauen? Jede Frau denkt an Frauen. Ich nicht. Trotzdem habe ich noch mit keinem Mann geschlafen. Und dann fang an Frauen zu denken. Kann ich aber nicht. Weil du auf Männer konditioniert bist. Hm.
Kai, so ein Typ vom MS Spartakus, hat mich nach Potsdam eingeladen zu so einem Jugendsommerlager von der FDJ. Kommst du mit? Potsdam, den geht's auch nur ums Ficken. Wie die Kanickel sollen die es treiben drüben, hab ich gehört. Nein, im Ernst, ich kann nicht mitkommen. Ich muss arbeiten, mein alter Herr bezahlt nicht mehr. Ich habe meiner Mutter letzte Semesterferien erzählt, dass ich in Zukunft sexuell auf Frauen stehe. Kannst du dir ja vorstellen, was in seiner kleinen Mackerseele vor sich ging. Warum ziehst du nicht zu uns in die WG? Ich muss meinem Vater erst mal beibringen, was ich die meisten Scheine noch nicht gemacht habe. Ich denke in letzter Zeit so oft über Frauen nach. Ich glaube, es muss bald soweit sein. Ich muss mit einer Frau ins Bett. Dieser ganze Penetrationsgedanke bei Männern, das macht mich doch ganz krank. Die reine Gewalt. Hast du dich echt nicht von Manni bumsen lassen? Er hat mit jeder meiner Freundinnen was gehabt. Ich bin tausendmal verblutet und sie haben mich vergessen. Ich bin tausendmal verhungert und sie mal voll gefressen. Im Norden, es sind überall dieselben, wie uns am Morgen, in jeder Stadt und in jedem Land. Schreib sie mal ohne an jedem Land. Schreib sie mal ohne an jedem Band. Keine Macht für niemand. Keine Macht für niemand. Lea Kante. Studiert VWL in Frankfurt. Vater hat eine kleine Schraubenfabrik. Mutter verstorben, eine Schwester, die im 9. Monat schwanger ist. Politisch interessiert, kulturell ansprechbar. Hatte am Anfang leichte Schwierigkeiten mit unseren Studenten, hat sich aber immer an den Besichtigungen und Unternehmungen beteiligt. Sie äußerte sich wie folgt einigen unserer Studenten gegenüber. Sie sei beeindruckt und überrascht, dass die DDR offensichtlich ein funktionierender und lebenswerter Staat sei. An Männern ist sie nur mäßig interessiert. Hatte während der 2 Wochen keine sexuellen Kontakte, im Gegensatz zu den meisten unserer Gäste. Hier sind die nötigen Dokumente. Pass. Schreiben vom Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED auf den Namen Ulrich Peth. Fräulein Kanter imponiert die Ideologie. Unsere kostenlose Kinderbetreuung für berufstätige und alleinerziehende Mütter hat es ihr angetan. Gut. Gut aus. Papa wird der Schlag treffen. Hallo, Lisa Marie. Ich bin deine Tante. Und ich wollte dich fragen, ob du ihre Patentante werden willst. Wir wollen sie taufen lassen. Kann sie nicht irgendwann selber entscheiden? Manipulier sie doch nicht schon jetzt. Hast du nur noch so emanzipierten politischen Quatsch auf Lager? Lisa Marie ist ein Baby. Mein Baby. Und ich will, dass sie Gott kennenlernt, bevor sie so Menschen wie dir über den Weg läuft. So Atheisten. Wie findest du das Zimmer? Hat meine Schwiegermutter besorgt. Sie will sich auch um Lisa Marie kümmern. Wir wollen den Laden neu aufziehen. Mehr so furnierte Möbel und so, die sich auch junge Familien leisten können. Und ich könnte im Geschäft mitarbeiten. Ich sag dir, wenn die Taufe ist, okay?
Und wie war die Geburt? Grauenhaft. Ich hätte mir gewünscht, dass Mama dabei gewesen wäre. Suchst du Papa noch? Nee, mein Zug geht in einer Stunde. Kriegst du mehr viel mit, seit du in Frankfurt bist? Wieso? Papa hat seine CDU. Daran wird sich ja nicht so viel geändert haben, oder? Ein Mann kann nicht allein sein, sagt er. Schon nach einem Jahr. Ich habe gekündigt. Meine Vermieterin weiß schon Bescheid. Wo warst denn du gestern Abend? Vorbereiten, was sonst? Ich habe ihnen heute versucht zu erklären, dass die Geschichte auf Produktionsformen beruht. Also die Art und Weise, wie Menschen arbeiten. Bisschen Markt statt römischer Gesetzgebung. Du, jetzt habe ich aber das WG-Zimmer an Inge vermietet. Hat sich gestern Abend so ergeben. Wer ist denn Inge? War gestern Abend hier im Lokal. Da warten zwei Typen auf dich. Ostbrote. Haben nach dir gefragt. Ist das mit Inge sicher? Klar. Die sitzen da drüben. Entschuldigung, worum geht's? Guten Tag. Guten Tag. Wir sind vom Institut für Gesellschaftswissenschaften in Ostberlin. Und wenn es der Zeitpunkt heute? Haben wir uns in Potsdam kennengelernt? Nee, nee. Sie arbeiten in der Hochschulpolitik? Ich versuch's zumindest, ja. Und wie läuft's im Moment? Also, haben Sie kurz Zeit für uns? Vom SAB wissen nicht mehr, was sie wollen. Spartakus und DKP nehmen uns nicht ernst, danke. Das kann ziemlich unergiebig sein, wenn man klare Vorstellungen hat, nicht? Vielleicht hänge ich auch einfach nur den Zeiten im Gymnasium nach, wo wir für ein selbstbestimmtes Raucherzimmer gekämpft haben oder für Autonomie in den Pausen. Aber ohne die Mehrwerttheorie von Marx haben sie uns die heilige Johanna der Schlachthöfe auch nicht erklären können. Und wie soll es denn jetzt weitergehen, Frau Lenkanter? Bea. Wir duzen uns hier alle. Andreas. Ulrich. Ich weiß nicht, in einer Splittergruppe von der DKP vielleicht. Und der radikalen Erlass? Der will schon Beamter werden. Und Ihre Freundin? Mehr Frauengruppe. Andere Art der Basisarbeit. Aber Frauen, die Schwanz abrufen, ich weiß nicht, damit kommst du doch an die arbeitende Bevölkerung gar nicht ran. Das ist bei uns schon ein bisschen anders. Wir ziehen alle an einem Strang. Ein Land, ein Volk, Gleichheit und Arbeit für alle. Und Frauen mit Kindern dürfen natürlich nicht benachteiligt werden, das ist ja klar. Ich glaube, wir hätten ein paar Möglichkeiten für deine politischen Ansätze. Naja, mit einer Mauer drumherum, oder? Die Menschen müssen manchmal zu ihrem Glück auch gezwungen werden. Wird ja auch viel geschrieben. Was zu erledigen. Ihr könnt ja noch ein bisschen reden. Würde mich freuen, wenn wir uns öfter sehen. Tschüss. Tschüss. Willst du noch mit hochkommen? Es wäre schön, wenn ich dir auch mal Berlin zeigen könnte. Wir könnten uns treffen, miteinander sprechen. Wir könnten einige Theorien zusammen in die Praxis umsetzen. Warum nicht? Du könntest uns bei der Weiterentwicklung unseres Landes helfen. Naja, du hast schon recht. Bei uns ist auch noch nicht alles perfekt. Und wie würde das ablaufen?
Du könntest eine Perspektivagentin für uns sein. Perspektiv. Agentin, ja. Interessanter Begriff. Was verbirgt sich dahinter? Eine Agentin in Ausbildung, sozusagen in Warteposition. Naja, so ungefähr. Aber im Ernst, es geht ja nicht nur um linke Ideen. Es geht uns um Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, die für unseren Staat sind. Danke. Und für die Chance, das weiterzuentwickeln, was wir bereits geschaffen haben. Nette kleine Wohnung. Zahlt mein Vater. Ich nenne mich Maria wie meine Mutter. Ich brauche doch einen Decknamen, oder? Ich finde es schön, wenn wir uns wiedersehen, Maria. Und du wolltest wirklich in eine WG ziehen? Hab's mir anders überlegt. Ja, ist gut so. Schön, dass ihr wieder mal da seid. Ganz wie in alten Zeiten. Ich lass sie doch. Conny ist wieder schwanger. Ja, kannst du mir das nicht selber sagen? Ich bin wieder schwanger. Gut so? Aber nicht von Stefan, will sie damit sagen. Und sie wird es ihm auch nicht sagen. Soll das heißen, du willst ihm das Kind unterjubeln? Ja. Und ich war übrigens in der DDR. Spannendes Land. Tun viel für alleinerziehende Mütter. Dann würde ich an deiner Stelle gleich ganz dort bleiben. Was ist mit deiner neuen Freundin, Papa? Ist ja nicht so, dass es nur bei uns Neuigkeiten gibt. Soll das jetzt irgendwas rechtfertigen? Wieso, Conny hat doch recht. Warum erzählst du uns nie was von deiner Freundin? Weil mich deine Meinung dazu nicht interessiert. Jemand, der die DDR unserem Land vorzieht, der muss ja mit einem Klingelbeutel gepudert sein. Heißt das, weil ich anders denke als du, habe ich in deiner Gegenwart meinen Mund zu halten? Meinst du das, Papa? Das ist Volksverhetzung. Habt ihr das nicht gerade hinter euch, du und deine Faschos von der CDU? Steck mich auch noch in die Schublade. Das ist keine Schublade, das sind Tatsachen, die du einfach ignorierst. Sag mal, was ist los mit euch? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ist es das, was ihr mir sagen wollt? Ich muss mich nicht rechtfertigen. Ihr stammt aus einem guten Elternhaus. Weder ich noch meine Eltern waren Nazis und die Familie eurer Mutter auch nicht. Nur, dass das ein für alle Mal klar ist. Und was meine Fascho-Freunde angeht, wie du sie nennst, die haben dieses Land wieder aufgebaut. Und ich auch. Du kennst meine Arbeit in der Fabrik. Wenn es mir gut geht, dann geht es denen auch gut. Das weißt du doch ganz genau. Also verschon mich mit diesen präpotenten Geschwätz. Ja, nun geht es ein bisschen besser als ihnen. Sie sind ein wenig weniger gleich als du. Können wir dieses Tribunal jetzt beenden? Wo warst du an dem Tag, an dem Mama starb? Sag's endlich! Was willst du jetzt hören? Dass du mit deiner Sekretärin auf Dienstreise warst, dass du sie überall mit hingenommen hast, kaum dass Mama tot war. Die ganze Stadt hat über dich geredet. Hast du überhaupt mal was für sie empfunden? Oder bist du nur bei ihr geblieben, weil sie dir mit ihrem Erbe dein Wirtschaftswunder ermöglicht hat? Es geht ihr um eine Aufgabe. Sie ist ernst, nachdenklich. Ich denke, sie weiß nur noch nicht recht, ob sie nur gegen ihren Vater rebelliert oder ihren eigenen Weg sucht. Meiner Einschätzung nach kommt sie für eine freiwillige Mitarbeit in Frage. Danke. Gute Einschätzung. Damit ist ihre Aufgabe erledigt.
Ich werde den Kollegen Bescheid sagen. Frau Kanter wird enttäuscht sein. Fräulein Kanter? Ulrich lässt sich entschuldigen. Er muss eine andere Aufgabe übernehmen. Ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht. Harald. Aber ich bin mit Ulrich Peth verabredet. Entschuldigung, es war ein Irrtum. Ich fahre wieder zurück. Kanter, es tut mir leid, wenn ich Sie enttäusche. Das ist die übliche Prozedur. Ulrich Peth tut es auch leid. Glauben Sie mir, sehr leid. Dann wollen wir mal. Im Zweiten Weltkrieg war es hier das Kommando der Luftstreitkräfte und der Luftverteidigung der Nationalen Volksarmee. Danke. Heute sitzt sie die Militärspitze der DDR, das Herz Ostdeutschlands. Danke. Ulrich hat ja schon mit ihr gesprochen. Er sagt, du könntest dir vorstellen, unsere politischen und gesellschaftlichen Vorstellungen zu unterstützen, helfen, dieses Land zu erhalten, zu sichern. Du müsstest uns bestätigen, dass du aus Überzeugung zur nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit bereit bist. Dass du am Kampf zur Stärkung des Sozialismus teilnehmen willst. Schriftlich? Mhm. Dass du als Informantin des Geheimdienstes die Verbindung zum MFS geheim halten musst. Dass du dich an die Regeln hältst und dass wir als Vertragspartner keine Verpflichtung übernehmen.
Keine finanziellen jedenfalls, nur Freiwillige. Ja, Ideologie. Sonst wäre ich nicht hier. Du sollst jetzt erstmal das Studium in Frankfurt abbrechen, dich aus der linken Szene zurückziehen, nicht mehr durch deine Haltung auffallen, sondern dein VWL-Studium zügig beenden. Zum Beispiel in Köln. Köln ist politisch nicht so auffällig wie Frankfurt. Was ich beim letzten Mal gesagt habe? Ja, alles. Diesmal war Skandinavien. Mit meinem eigenen Ausweis und mit einem der gefälschten, die du mir gegeben hast. In Kopenhagen habe ich meinen eigenen Ausweis in meinem präparierten Portemonnaie versteckt. Den gefälschten habe ich für die Übernachtung und auf der Fähre nach Warnemünde benutzt. Und dort aus bin ich dann mit dem Zug weiter. Wer wohnt denn hier eigentlich? Peter Rabe. Netter Name. Schall und Rauch? Jedenfalls ist der Vogel oft und lange auf Reisen. Und die Gegend ist vor Westtouristen sicher. Also keine unangenehme Begegnung. Ich habe dir den Kühlschrank gefüllt. Danke. Ich nehme das Kassler und Wasser, bitte. Ja, für mich auch. Und wie hast du dich in Köln eingelebt? Die Linken greifen mich an. Meine Haltung in der Unipolitik ist denen zu gemäßigt. Das macht mich fertig. Wirklich gute, konservative Argumente fallen mir spontan einfach manchmal nicht ein. Hm. Geh meinen Kommilitonen aus dem Weg. Einsam. Nimm dir Kommilitonen vor. Beobachte sie genau. Sind sie außergewöhnlich kontaktfreudig oder eher verschlossen, wortkarg? Welche besonderen Interessen haben sie? Ihre familiäre Situation? Und schätze ihre politische Haltung und Orientierung ein. Ihre finanzielle Lage. Auffälligkeiten im privaten Leben? Zum Beispiel außereheliche Beziehungen oder Drogenprobleme? Kontakt in die DDR oder andere osteuropäische Staaten? So lernst du neue Leute kennen. Und wie läuft's mit deiner Familie? Mein Vater zahlt die neue Wohnung in Köln. Der ist froh, dass ich aus der linken Szene raus bin. Er nimmt's mir tatsächlich ab. Meiner Schwester ist schwierig. Na, ich kenne das von meinem jüngeren Bruder. Sie sind die Zweiten, verstehst du? Vieles von dem, was sie wollen, ist schon besetzt. Von uns. Ja, und dein Möbelhaus ist halt nur ein Möbelhaus. Und du, hast du eigentlich Familie? Aber darüber sprechen wir nicht. Wir sprechen nur über mich. Danke. Ja. Danke. Guten Appetit. Und wieso hast du keinen Freund? Ulrich hätte mir gefallen. Aber er ist mehr der Frauentyp, oder? In der Betreuung, meine ich. Findest du irgendwie seltsam? Ja. Ich finde es seltsam, wenn Frauen Ideologie als Lebensinhalt hernehmen. Siehst du, da gleichst du meiner Schwester. Wenn ich dir aber sage, dass es genau andersrum ist? Ich weiß nicht, ob ich mich wirklich in einen Mann verlieben kann. Einen Mann lieben kann. Dieses Vertrauen ist. Es fehlt mir. Und die Ideologie brauche ich, um die Leere zu füllen. Oder als Brücke. Sagt das niemandem, aber ihr seid meine Rettung. Guten Tag. Tag. Thank you.
den Dienst haben, dann offiziell sprechen? Er soll diese Nummer anrufen. Meine Jacke mit dem Portemonnaie in der S-Bahn liegen gelassen haben. Ich habe den falschen Ausweis drin. Im Container? Im Portemonnaie. Es tut mir leid, ich weiß, du hast es mir immer wieder gesagt. Ich muss den Ausweis einfach nur in den Geldbeutel reingesteckt haben auf der Fähre nach Warnemünde. Bleib hier. Das wird das Beste sein. Wenn sie den Ausweis finden, bekommst du eine Menge Schwierigkeiten bei euch drüben. Nein, ich will mein Studium beenden. Ich will für euch weiter an der Aufgabe arbeiten. Was kann ich denn von hier noch bewirken? Nichts? Harald, bitte sprich mit deinem Vorgesetzten. Es wird schon alles gut gehen. Wir müssen auf Nummer sicher gehen. Egal, was passieren wird. Wir können uns einige Zeit nicht treffen. Schaut mal den Ausweis an. Den haben sie in Berlin in einem Briefkasten gefunden. Die Portemonnaie war da drin gesteckt. Gefunden haben wir es, die Kuhn Inge, über das Einwohnermeldeamt. Aber das ist die nicht. Fällt dir bei der Nummer was auf? Die schaut doch normalerweise ganz anders aus. Weißt du was? Schickt man aus nach Pullach zum BND. Sollen die sich drum kümmern? Ja, klar, vorne im Zimmer. Draußen ruft die Welt und ich dekoriere Möbel im Schaufenster. Möbel, das ist tot. Totes Holz. Ich kann nicht mehr. Außerdem hat Stefan rausbekommen, dass Elena nicht von ihm ist. Ich hab's verstanden. Du und Stefan, ihr habt euch getrennt. Also, warum müsstet ihr keine Wohnung mit dem Mädchen? Geh ins Hotel. Du glaubst ja nicht im Ernst, dass Stefan einfach so zahlt. Nicht so ein Spießer wie der. Ich bin mit dem Mädchen abgehauen. Ich will kein Geld von ihm. Ich muss endlich frei sein. Darum geht's doch in meinem Leben. Ich bereite mich gerade auf die Prüfung fürs Auswärtige Amt vor. Ich habe mein erstes Examen hinter mir und Pläne habe ich auch. Dann werde ich dich bemuttern und dir helfen. Mensch, du hast doch immer noch keinen Kerl oder ist da was an mir vorbeigezogen? Nein, Conny. Schickst du mich und die Mädchen jetzt weg? Ich bin deine einzige Schwester. Die Mädchen müssen zur Schule. Ja, das organisiere ich natürlich. Hast du auch ein Glas Wein? Kleine Neuigkeit aus der Heimat. Papa heiratet. Lieber Harald, wie immer schreibe ich, wenn ich hier sitze, obwohl ich weiß, dass niemand meinen Brief haben will. Ich soll mich ja einfach nur sehen lassen, einmal im Monat war ausgemacht, damit ihr wisst, ob ich noch bereit bin, falls ihr mich braucht. Wie du mir empfohlen hast, habe ich immer wieder über alles nachgedacht. Und ja, es wäre ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören. Aber ich kann nicht. Es würde einer Niederlage gleichkommen. Und Niederlagen sind nicht meine Sache. Ich habe mein Studium inzwischen abgeschlossen und mich beim Auswärtigen Amt beworben, wie wir es bei unserem letzten Treffen besprochen hatten, Harald. Du hast mich damals gut präpariert. Deine Leute vom MFS haben viele Informationen über die Aufnahmeprozedur beim Auswärtigen Amt. Meine Chancen sind gut. Ich werde euch nützen können. Ich will endlich wieder weitermachen.
Ich wusste, dass du irgendwann mal vernünftig wirst. Was heißt denn vernünftig? Was war ich denn vorher für dich? Na, komm, dein linkes Geschwafel. Kannst du ruhig zugeben, dass du das nur nachgeplappert hast, weil wenigstens ein Mann dahinter gesteckt wird. Naja, aber eins nach dem anderen. Ich habe mich nicht geändert und du schon gar nicht. Wieso? Du willst doch jetzt an die Demokratie glauben, an die Freiheit. Du hast dich für das Auswärtige Amt beworben. Die würde ich doch gar nicht annehmen, wenn du weiterhin in die DDR fahren würdest. Es reicht schon, dass deine Schwester ihr Leben weggeworfen hat. Sag mal, wie spießig bist du eigentlich noch, Papa? Sie kann nicht einfach ihre Sachen packen und verschwinden mit den Kindern. Als ob nichts gewesen wäre. Sie reden im Stadtrat über Conny und das ärgert dich. Dein wunderbares, heile Weltbild stimmt nicht mehr. Was ist das jetzt, eine Stunde der Psychologie? Ja, die reden, haben recht. Conny ist undankbar. Ihre Schwiegereltern haben ihr den Betrieb überschrieben. Sie kann nicht ihre zwei Kinder nehmen, zu dir ziehen wie in einer WG. Stefan hat Elena anerkannt. Conny sollte dankbar sein. Sie braucht jemanden, der für sie plant und entscheidet. Und ich möchte nicht, dass du das bist. Ich möchte, dass sie zu ihrem Mann zurückgeht. Und du? Warum kümmerst du dich nicht um sie? Weil du lieber Zeit mit Franziska verbringst alleine. Ja, so ist es doch. Ich bitte dich um einen Gefallen. Mehr nicht. Immerhin zahle ich seit Jahren dein Studium. Das klingt ja fast so, als wenn du mir sonst den Geldhahn zudrehen willst. Ich habe Stefan und seine Eltern zu meiner Hochzeit eingeladen und sie haben abgesagt. Ja, und? Wir leben in einer Kleinstadt. Ich werde Conny nicht vor die Tür setzen. Ja, wir vermuten, dass das MFS der Auftraggeber war. Es ist nicht die erste Fälschung dieser Art. Ja, wir suchen noch nach Querverbindungen. Inge Kuhn ist nicht mit der im Ausweis abgelichteten Person identisch. Ja, Anfangsverdacht wegen geheimdienstlicher Tätigkeit. Nein, konkrete Anhaltspunkte haben wir noch keine. Ausblick. Ich soll Sie von Harald grüßen. Leider hat er eine andere Aufgabe zu erfüllen. Walter. Wer? Das letzte Treffen ist lange her. Ich habe mich an die Anweisungen gehalten. Ich war immer bereit. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Sind Sie enttäuscht? Wir haben noch eine Aufgabe, um die es uns beide geht, oder? Wie geht es Ihrer Schwester? Hat sich Ihr Verhältnis verändert? Harald hat Sie auf dem Laufenden gehalten. Über alles, worüber wir gesprochen haben? Sie haben eine Schwester, die labil ist. Sie hat zwei Kinder. Sie fühlen sich verantwortlich für Ihre Schwester. Sie haben keinen Freund. Alles beim Alten. Neues, ich brauche Geld. Mehr Geld. Ich habe uns einen Tisch reserviert für heute Abend. Ich habe gehört, Sie schätzen gutes Essen. Sie werden mir beim Essen ein wenig auf den Zahn fühlen. Kleine Unsicherheitslücken schließen.
Hat Ihnen Harald auch gesagt, dass wir miteinander schlafen? Ich habe ein paar Utensilien für Sie. Ein Fotoapparat zum Beispiel, unauffällig und effizient. Ich habe auch ein Aufnahmegerät dabei. Sie können es unauffällig in einer Zigarettenschachtel unterbringen. Bitte lächeln. Die rauchen doch noch. Bonjour. Bonjour. La chambre déjà payée. On a laissé quelque chose pour vous. Merci. Au revoir. Mit dir reden. Was ist? Ich werde zu einem Mann ziehen mit dem Mädchen. Zu was für einem Mann? Er heißt Michael. Kannst dich einfach zu einem Mann ziehen, der Michael heißt? Wer ist das? Mein Neuer. Ich verstehe es nicht. Worum geht's? Du musst nicht ausziehen. Ist mir egal, was Papa will. Du brauchst dein Geld nicht mehr. Das mit Michael ist mir ernst. Er mag auch die Kinder. Wir werden zu ihm ziehen. Einfach so. Einfach so. Einfach so. Er ist der Grund, warum du dich von Stefan getrennt hast. Ich finde, das hättest du mir sagen können. Mein Gott, du bist doch nicht meine Mama. Jetzt sitzen sie alle im selben Boot. Viele von ihnen leben sogar zusammen in einem Wohnheim, das das Auswärtige Amt seinen Auszubildenden zur Verfügung stellt. Auf diese Weise lernen sie sich und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter auf dem gemeinsamen Weg der diplomatischen Karriere besser kennen. Sie sind ein bunter Haufen, hochmotivierter und einsatzfreudiger junger Menschen, aber gerade diese Vielfalt braucht das Auswärtige Amt, um die unterschiedlichen Aufgabenbereiche erfüllen zu können. Sie werden untereinander konkurrieren, aber auch gleichzeitig als befreundete Kollegen innerhalb des Netzwerkes, das Sie sich aufbauen werden, profitieren. Gemeinschaftsgefühl und Chorgeist sollen zu einer gemeinsamen Identität und Identifikation mit den dienstlichen Aufgaben führen. Sie willkommen. Komm,
rüber. Nee, ich gehe gleich ins Bett. Bei dem Lärm. Jetzt sei nicht so ein Spielverderber. Danke, ich bin müde. Schade. Regierung und multinationale Unternehmen unterstützen die Bestrebungen nach einem international verbindlichen Rahmen für den grenzüberschreitenden Datenverkehr. Obwohl es größtenteils noch keine ausformulierten politischen Absichtserklärungen gibt, ist das IBM, Büro für Informatics, nach der Konferenz in Rom zu folgenden Ergebnissen gekommen. Die meisten Regierungen sind der Meinung, die Übertragung von Daten sollte überall genauso gefördert werden wie im Ursprungsland. Ich bin's. Geht's euch gut? Was machen die Mädchen? War das dieser Ravi? Gib sie mir mal. Hallo Süße, weißt du schon, was du dir zu Weihnachten wünschst? Nee, ich habe keinen Brief von euch bekommen. Kassettenrekorder. Größere. Und Elena? Ja, ich weiß, dass sie noch an den Weihnachtsmann glauben. Nein, ich vergesse es nicht. Versprochen. Warte mal, gib mir noch mal die Mama. Und, sehen wir uns zu Weihnachten? Was? Hast du schon mit Papa telefoniert? Der macht eine Reise mit Franziska. Ja, zieht sich aus der Affäre. Ach so, wenn ihr mit Freunden feiert von Michael, dann nein. Ich bin nicht allein, mach dir keine Sorgen. Ja, ich muss. Gut. Tschüss. Da bist du also. Du hast mich vorhin so angesehen. Wie angesehen? Mit dem Männerblick. Hilf mir auf die Sprünge. Na, dieser Blick. Wer ist eigentlich dieser Kerl, den ich heute Nacht mit nach Hause nehme? Spinnt. Komm mal her. Bis später. Lustige Runde. Lass nichts aus. Wir sind beim Auswärtigen Amt. Kennen wir uns? Erinnerst du dich? Sarah, die Frauenaktion in der Disco. Ich war dabei. Freundin von Andrea. Jugendsünden. Aber nicht schlecht. Gute Aktion. Hast du noch Kontakt zu Andrea? Ich habe hier inzwischen eine Praxis. Psychotherapie. Die Zeiten ändern sich. Mit ihnen die Menschen. Du hast die Seiten gewechselt? Der Job macht mir Spaß. Ich glaube, ich bin versetzt worden. Warum feierst du denn nicht mit dem Typen da drüben? Dem fallen ja gleich die Augen aus dem Kopf. Er muss doch nicht wissen, dass wir früher Männer mit Schweineschwänzen dahin kamen. Tschüss. Tschüss. Was machst du denn da? Hübsch. Sehr hübsch.
Meine Frau? Willst du dann von mir? Bist du ein Kontrollfreak? Warum hast du mir nichts gesagt? In deinem Alter ist das ungewöhnlich. Wir hätten das doch irgendwie zelebrieren können oder so. Ich mag dich, Bea. Warum? Du bist die einzige von uns, die über ihren gutbürgerlichen Tellerrand guckt oder... Keine Ahnung. Du bist neugierig? Hast du am Wochenende Zeit? Warum? Keine NATO-Zugehörigkeit. Eine Reise nach Osteuropa müsstest du dir genehmigen lassen, als Mitarbeiterin des Auswärtigen Amtes. Was spricht dagegen, ab und zu mal was Schönes zu sehen? Eine Belohnung? Deine Berichte über einige deiner Kommilitonen sind inhaltlich interessant formuliert. Aber dürftig, was die politische Situation betrifft. Wir haben diesen Max von R überprüft. Wir haben nichts herausgefunden. Er war in einer linken Gruppe, aber nur als Mitläufer. Er ist verheiratet, hat eine kleine Tochter, nichts von Bedeutung. Kleiner Motivationsverstärker. Ich bin motiviert. Du hast deine Prüfung des ersten Ausbildungsjahres ganz ordentlich gemeistert. Gutes Mittelfeld. Du giltst als feste Persönlichkeit, psychisch und physisch stabil. Deine Kommunikation wird als nüchtern und sachlich eingeschätzt. Bist offen und direkt im Kontakt. Nur wir würden uns wünschen, dass du mehr Differenziertheit im Umgang mit Menschen an den Tag legst. Wie geht das? Du hast immer noch keine Freunde. Du kannst eine unserer Top-Leute werden. Also nimm's konstruktiv. Warum fragst du mich nicht einfach, ob ich noch dabei bin? Ja, ich finde es wichtig, euer Land zu unterstützen. Die DDR ist der erste sozialistische Staat, der funktioniert. Weg von dieser beschissenen Bürgerlichkeit. Ich sehe die Manipulation, die Eskalation des Kapitalismus bei uns. Bürgerliche Arroganz. Ich sitze direkt an der Quelle. Was willst du noch ansehen? Ich habe mich für eine neue Dienststelle beworben. Wenn die mich nehmen, dann könnte ich die Arbeit der OECD und des IWF begleiten. Ich könnte an der Meinungsbildung der Bundesrepublik beteiligt sein. Würde Gesprächsakten von hochrangigen Regierungskontakten vorbereiten, an EG-Ratssitzungen teilnehmen, vielleicht sogar an OECD-Ausschusssitzungen. Warum bist du hier? Was ist genau der Grund? Alles, was ich sage, bleibt unter uns, oder? Ja. Also, was ist das? Dass ich noch immer keine Beziehung habe. Keine Lust zum Heiraten. Mit einem Mann schlafe, ohne Gefühle. Einsamkeit? Reicht das? Manchmal nicht mehr leben zu wollen. Tja, wer fleißig ist, dem belohnt das Leben. Herzlichen Glückwunsch zur neuen Stelle. Danke. Es wird arbeitsintensiv. Nicht so wie die Planspiele hier.
Was wird denn aus deinen Reisen? Wohin gehen die eigentlich immer? Ein Mann. Und wenn schon? Du bist verheiratet. Gut, ich habe einen Freund, lassen wir es dabei. Gut. Was wurde eigentlich bei der KSZE besprochen? Die Protokolle liegen doch auf deinem Schreibtisch. Ich wusste gar nicht, dass du Zugang hast zu so einem Plan. Habe ich auch nicht. Aber es interessiert mich trotzdem. Der Generalsekretär des ZK der SED und Vorsitzende des Staatsrates der DDR, Erich Honecker, ist am Montagvormittag zu seinem fünftägigen offiziellen Besuch in der BRD eingetroffen. Helmut Kohl erwartete seinen Gast und entbot ihm, als er aus dem Wagen stieg, den ersten Willkommensgruß. Auf dem roten Teppich stellten sie sich den Kameraleuten und Fotoreportern. Wir sind dafür, so Erich Honecker, dass in Verbindung mit den Gesprächen zu Fragen der Sicherheit und Zukunft der Menschheit überhaupt auch Schritte unternommen werden, um das Europäische Haus aufzubauen und entsprechend den Erfordernissen, den Interessen der Menschen einzurichten. Nächster Termin für Erich Honecker, Eintragung ins Gästebuch beim Bundespräsidenten. Das erste Zusammentreffen der Staatsoberhäupter beider deutscher Staaten ist mehr als nur eine protokollarische Geste. Eine Stunde lang besprachen beide miteinander internationale und bilaterale Themen. Im Anschluss an das Essen unternahmen Richard von Weizsäcker und Erich Honecker einen Spaziergang durch den weitläufigen Park der Villa Hammerschmidt am Ufer des Rheins, bei dem die beiden Staatsmänner ihren Gedankenaustausch fortsetzten. Erich Honecker lud Bundespräsident Richard von Weizsäcker zu einem Besuch in die DDR ein. Du hattest ein gutes Gefühl, als du mit ihm geschlafen hast? Ja. Im Büro. Es war aufregend, hätte jemand reinkommen können. Ich habe ihn benutzt. Ja und? Ich mein's nicht sexuell. Wie dann? Es ist nicht. Und wenn, dann kann ich dir nicht sagen. Was erwartest du von dieser Therapie? Mit jemandem reden können. Dann solltest du ehrlich sein. Wieso glaubst du, dass ich ein Geheimnis habe? Ich habe nicht gesagt, dass du ein Geheimnis hast. Ich denke, dass du etwas schützen musst. Wirst du wiederkommen? Ich habe immer gedacht, jetzt ist es der Richtige. Und dann war es eben nicht. Oder ich war es nicht. Oder weiß der Geier, wer was war oder nicht war. Ich mache das doch nicht, um euch zu ärgern. Doch nicht um Papa und mich.
gut, dass du so ganz anders bist als ich. Glaubst du das wirklich? Du verstellst dich. Ja, gib schon zu, du verstellst dich. Du verstellst dich. Du tust so, als ob du eine Frau bist, die keinen Mann braucht und machst es dir selber. Aber ich nicht. Bei mir geht es nicht ohne Mann. Nicht nur wegen Sex und so. So beim Küchentisch, morgens und mittags und abends. Stellst du dir so mein Sexleben vor? Das interessiert mich nicht. Sag was dazu. Du sagst schon so lange nichts Richtiges mehr. Du hast dich mit deiner kleinen, doofen, verfickten Schwester abgefunden. Ich will wieder mit dir zusammen wohnen. Deshalb bin ich hier. Auf die beste Zeit in meinem Leben. Und auf die der Mädchen. Weißt du noch, der Tag, an dem Mama starb? Du warst alleine mit ihr. Wir waren nicht da, Papa nicht. Ich wusste gar nicht, dass du dir darüber noch Gedanken machst. Papa war mit seiner Sekretärin auf einer seiner Auswärtstermine. Und ich war mit Stefan im Bett, als Mama starb. Glaubst du, dass sie es wusste? Ich arbeite für den DDR-Geheimdienst. Schon seit Anfang meines Studiums. Ich habe mich nicht verändert. Ich finde es nach wie vor nicht richtig, dem Osten technologische Entwicklung vorzuenthalten. Die sollen die Möglichkeit haben, vom Wissen und von der Entwicklung westlicher Staaten zu profitieren. Verstehst du, die sind nicht alleine in der Lage, das zu schaffen. Ja, die sind ziemlich bescheuert, diese Kommunisten. Du verarschst mich, oder? Ja, du verarschst mich. Lieber Walter. Ich habe lange mit mir gerungen und viel darüber nachgedacht, ob ich diesen Brief wirklich schreiben soll. Ich zweifle immer noch, aber es scheint nur eine Lösung zu geben. Denn eigentlich habe ich bisher keinen Grund dazu gesehen, meine Gesellschaftskritik zurückzunehmen. Aber ich glaube selbst nicht mehr an sie. Ich diskutiere über die ethischen Grenzen des Wachstums, weiß aber inzwischen, dass nur mit Wachstum das Bruttosozialprodukt zu steigern ist und dass Firmen und Großbanken im internationalen Wettbewerb stehen müssen. Dies geht nicht ohne Öffnung. Nur so kann die Voraussetzung geschaffen werden, die Wirtschaft im Ostblock anzukurbeln und unabhängig zu machen. Ich bin einsam. Ich bin dem nicht mehr gewachsen. Ich traue niemandem mehr. Niemandem. Auch mir nicht. Ich kann die Aufgabe nicht mehr erfüllen und muss die Zusammenarbeit mit dem MFS aufgeben. Ich gehe nach Portugal. Was? Das Auswärtige Amt hat mir dort eine Stelle angeboten. Hast du es Papa schon gesagt? Ich würde nicht wollen, dass du so weit fortgehst. Findest du nicht, dass wir alt genug sind, endlich unser eigenes Leben zu leben? Du brauchst diese Männer nicht.
Mich auch nicht. Jakob Alsmann, Max-Planck-Institut, ich übernehme ein Forschungsprojekt in Lissabon. Und Sie? Ferien? Nein, Auswärtiges Amt. Klingt gut, oder? Mein erster Auslandseinsatz. Waren Sie schon mal in Lissabon? Ja, ein Jahr an der Uni. Es ist eine tolle, eine ganz besondere Stadt. Sie müssen sich viel ansehen. Ich habe sie beobachtet. Ein Brief. Albern, aber wer war danach? Ein Neuanfang. Kann man das? Nein, ich fange nicht neu an. Ich habe beschlossen, weiterzumachen. Haben Sie schon jemanden in Lissabon, dem Sie die Stadt zeigen können? Ich habe noch nie mit einem Mann zusammengelebt. Zwei Gestrandete. Das sind wir nicht. Ich bin eine anerkannte Diplomatin. Und ich ein verkrachter Wissenschaftler mit Hand zum Ausschlafen. Ich liebe dich, Bea. Ich schwöre dir, du kannst machen, was du willst. Es reicht, wenn du das Bett mit mir teilst. Und meine kleine Wohnung. Die Sitzung fängt in einer Stunde an. Ihr Fahrer wartet schon. Gut. Herr Hausmann hat angerufen. Ich habe ihn nicht durchgestellt. Das habe ich doch richtig gemacht. Was wollte er? Er nimmt an, dass Sie heute wieder länger arbeiten. Er trifft sich mit Freunden abends. Soll ich Ihnen ausrichten? Danke.
Die Außenministerkonferenz ist schon lange vorbei. Es kam in den Nachrichten. Ich war noch mal im Büro. Komm, wir gehen schlafen. Ja, das stimmt. Einige Menschen verlassen die DDR. Aber die Forderungen nach Reformen, nach Meinungs- und nach Pressefreiheit. Was bedeuten denn diese Veränderungen? Lass dich nicht verunsichern. Vergiss nicht, du hast das Ministerium für Staatssicherheit, die Deutsche Demokratische Republik hinter dir. Und was ist, wenn alles auseinanderbricht? Dann bist du auf dich allein gestellt, jeder von uns. Halt dich einfach ruhig, egal was passiert. Mein Lebensgefährte. Wusstest du davon? Was die Überraschung? Ich konnte mir ein Wochenende frei nehmen und dachte, wenn du mit deinen Besprechungen fertig bist, wären ein paar Tage oben ganz schön. Oder störe ich? Nein. Einen Kaffee trinken? Ja. Wir verpassen einen historischen Moment. Le manifestazioni però continuano, migliaia di persone si sono radunate ieri sera davanti al palazzo dove si Schön ist das. Das muss man sich mal vorstellen. Dieser ganze gelebte Sozialismus fliegt ihnen jetzt um die Ohren. Was wollen die Leute? Freiheit, Reisen, keine Bespitzelungen mehr. Buonasera. Buonasera. Due cappuccini? Subito. Jakob, ich muss dir was sagen. Nein, das weißt du nicht. Liebe Landsleute, in wenigen Stunden wird ein Traum Wirklichkeit. Nach über 40 bitteren Jahren der Teilung ist Deutschland, unser Vaterland, wieder vereint. Wann bist du wieder zurück? Ich weiß es nicht. Es ist der 70. Geburtstag von meinem Vater und meine Schwester sagt, es könnte der letzte sein. Ich liebe dich.
Warum willst du nicht, dass ich mitkomme? Zum 70. Oh, danke. Danke dir. Wie geht's dir? Oh, das Alter ist nur was für Mutige. Passt doch, oder? Hast du dich wieder aufstellen lassen? Ach, was? Ich bin ausgetreten. Der Kohl mit seiner Wiedervereinigung. Das ist doch alles nicht finanzierbar. Das ist doch Schwachsinn. Das wird dich jetzt verblüffen, dieser Oscar, dieser Lafontaine, der hat eigentlich hat er recht. Hätte ich noch ein bisschen mehr Zeit, dann es tut mir leid, dass ihr zwei euch getrennt habt. Sie war eben nicht wie deine Mutter. Mal bitte. Frau Bea Kanter, Sie sind vorläufig festgenommen. Sie stehen unter dem Verdacht der geheimdienstlichen Tätigkeit für die DDR. Sie haben Ihr Land verraten.